Guten Morgen, liebe Leute. Ich würde mal sagen, Hose an und los, wa? Carsten ist auch einer. Jetzt hat er ein Buch, hat er so ein uraltes Buch gekauft von 1200 und. Hat er das gekauft? Jetzt hat er liegen lassen in der Bäckerei. Alter, das ist einer, das ist einer. Offen ist er noch da. Mensch, lass das Buch in der Bäckerei. Du bist auch fertig. Kostet ja nichts, wie gesagt. Definitiv ist das ja auch eine Abschrift. Was soll das heißen, eine Abschrift? Das ist eine Abschrift. Eine Abschrift war es ja nur alle. Er denkt, das ist eine Abschrift aus dem 15 oder 16. Und wollte es gerne kaufen. Er hat auch so Interesse angezeigt. Er wurde ganz nervös. Fangen dann an zu schwitzen. Was normalerweise nicht der Fall ist. Normalerweise war das jetzt ziemlich. Hat das gesehen? Hast du ihn gezeigt? Er hat es bei Bayern gesehen. Der Historiker meinte, das passt. Das ist mein Beuteschema. Konnte irgendjemand etwas entziffern? Italienisch? Ich weiß nicht, 1200 noch was Italienisch? Hat er auch gesagt. Italienisch. Das ist der Sprachenstück der Sprachen. Weißt du, geil wäre, wenn man jetzt einen Studenten hätte, der das studiert halt, weißt du, gerade. Dem man das mal vorlegt und zeigt. Also der einfach ja nicht mit der Materie An- und Verkauf zu tun hat. Ja. Sondern einfach nur rein aus Interesse, Studieninteresse, sich das mal reinzieht. Ja. Das wäre viel geiler und viel aussagekräftiger, als wenn jetzt zu dem Händler und dem Händler, wo man eigentlich schon wissen, die wollen das natürlich haben. Einfach so, also echt so wie auch 500 oder so, aber ich hätte jetzt nicht Unsummen geboten. Also nicht, bestimmt nicht das, was jetzt eventuell bei rauskommt, nicht mal annähern. Cool, schön. Schönes altes Buch. Abschrift, ja, ich glaube nicht. Was ist das für Abschrift? Also was ist denn Abschrift eben? Das ist eine Zusammenfassung, hier steht es ja. Wahrscheinlich ein Geschäftsbuch aus dem Jahre 1298 bis 1299 steht ja nun drauf. Da steht drauf von wem. Das hat er auch gesagt. Und woher? Das hat er auch gesagt. Irgendwas kaufmännisches. Kaufmännisches Buch. Mit wahrscheinlich ein Schuldenverzeichnis. Deswegen sind einige Sachen rausgestrichen. Genau so, ich hatte auch gesagt, menschliches Buch. Danke. Machst du ja auch schon eine Weile. Ich werde das so, aber nie in dem Zusammenhang wieder mitbekommen. Und das hier zeugt ja davon, also das hier, die Art und Weise, zeugt ja davon, dass man es immer dabei hatte. Genau. Weil dann kann man es eben einschlagen, umschlagen und vielleicht sogar eine Bestandsliste oder so. Und das ist ja auch datiert. Also jede Seite, jeder Eintrag ist datiert. Das kann ich auch schon rauslesen. Wenn mit jemand wirklich mal so ein Passus reicht ja, der muss nicht das ganze Ding durchwälzen. Ein so einen kleinen Abschnitt, nur nicht den ersten, aber aus der Mitte raus, irgendwas kurz hin. Wenn er das so im Ansatz übersetzen kann, Student für alte Sprachen. Wisst ihr, was wird es ja eben? Wisst ihr, wie sowas heißt? Hieroglyphiker. Geil, ja, schön, die fällt mir. Ist was Schönes. Auf alle Fälle mal wieder. Und ist eben nicht koptisch oder. Oh, pass auf, der Buch. Das stimmt, der Buch. Sauberst dich voll. Da ist der Deckel nicht richtig drauf, wa? Also mein erster Gedanke waren 25. Ohne Scheiß. Ja, also aber nur spekulativ auf die auf das Ding hin, dass wenn er bekannt ist, wenn es das, ich würde einfach zum. Ohne Scheiß, geh doch in diese historische Datenbank. Ja, in das Archiv. Geh doch einfach hin, kostet dich doch nichts. Ja. Die freuen sich bestimmt, auf alle Fälle freuen sie sich, sowas mal gesehen zu haben.
Weil das ist ja jetzt nicht hier irgendein aus von vor 200 Jahren irgendein Scheiß, was sie millionenfach in ihren Archiven zu liegen haben. Kann ich mir bei dem Ding nicht vorstellen. Ja. Geh hin und vielleicht sagen sie, geil, genial, oder das schließt die Lücke zu dem und dem oder sowas. Ist ja keine Ahnung, wisst ihr nicht. Und da sitzen ja die, teilweise sitzen in den Archiven die ganzen Studenten und machen ja für die ganzen Übersetzungen und Sichtungen und machen und tun. Das ist, morgen. Moin. Morgen. Moin. Das ist genial eigentlich. Also ich erzähl mal, hau das nicht gleich weg. Ist ja immer noch für 10 Mille verkaufen. Oder so. Also vielleicht auch nicht, vielleicht kommt auch raus. Ist nur ein Dreier oder was? Aber ist doch scheißegal, oder? Im Endeffekt. Oh Mann, der Carsten. Er will immer so schnell drehen. Manchmal ist das aber auch nicht gut, so schnell zu drehen. Manchmal muss man langsamer drehen. Da kriegst du doch nie wieder sowas. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, er schaut mal ins Museum, in so ein Archiv vorbei. Das wäre schon geil. Das wäre schon wirklich cool. Da mal ein bisschen näher was rauszufinden. Was ist denn? Das ist so eine geniale Rarität. Genau davon lebt man noch. Von sowas. Wenn ich sowas mal in der Hand hätte. Nicht hier, was wie sie. Ein Festpreisartikel, sprich irgendwie ein Rolex oder was, wo du die du kaufst, vielleicht für 300 Schnaps, aber du weißt ganz genau, was das ist, du weißt ganz genau, was du bekommst oder so. Sondern einfach mal so was, wo du was du schnappst für meinetwegen 1000 Euro auch. Und wo du dann so, was ist das überhaupt? Was hat man da jetzt überhaupt gekauft? Und dann forscht du nach und auf einmal kommt raus, das ist dit und dit oder dit und dit. Oder das kommt raus, das ist ja nichts. Ist auch schön. Ja, denkst du dir so, Mann, scheiße. So, oder du denkst dir, oh yeah. Also, das macht den Job doch aus. Das macht das doch so spannend. Und dass du halt auch für 1 Euro manchmal was gucken kannst, was 1 Million wert ist. Also so jetzt übertrieben gesehen. Das ist bestimmt schon passiert hier. Finde ich cool. Ich habe erst ein Rad geschenkt bekommen. Das muss ich heute mal ein bisschen putzen. Mal. Hier sehe ich schon, oh, der Reifen reißt auf. Komplett. Reifen müssen wir tauschen. Ich baue meine Reifen aus und schraube meine Tretkurbel fest. Und den klimpen wir ab. Der Vierkant, Tretkurbel, völlig im Arsch. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt schon nicht mehr, ob sich das lohnt. Eigentlich. Schade immer so was wegzuhauen, in den Schrott zu hauen. Am Ende baut man es ja doch auf. Einen anderen Mantel habe ich schon drauf. Und eigentlich funktioniert ja alles andere. Ich guck mal, ob ich so eine Tretkurbel finde. Das ist ein Riesenauftrag gekriegt gerade. Der erste heute, der einzige heute, wahrscheinlich. Komplett Umbau Peugeot. Vorher kommt da so rein, ja, hier spielt keine Rolle. Einer auf 100, wenn überhaupt, einer auf 1000 redet so hier in dem Laden. Geld spielt keine Rolle. Ja, habe ich ihm natürlich gleich ein Rad verkauft für 1500 Euro. Nein, natürlich nicht. Das ist ja Blödsinn. Aber ich baue sein Rad um. Das ist irgendwie. Ja, schaut mal selbst. Wer lässt denn hier seine Räder reparieren? Also wirklich, ey, ist das ein Puff. Naja, auf Fortsatz kann er sich ja wieder, kann er sich ja hinpacken.
kann er sich ja noch hinpacken für irgendwas anderes. Lenkerbahn, ja stimmt, das habe ich gemacht. Das ist ein Ding. Das ist meine Arbeit hier. Kann mich echt nicht mehr daran erinnern, dass ich... Was seid ihr ja da hinten? Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, dass ich das Rad mal aufgebaut habe, aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her hoch. Tommy was hier. Ihr könnt das nicht wundern, dass ich manchmal mit der Schere hier rangehe oder so. Wurde ja in dem einen Video so missgünstig aufgenommen. Wie stand, hat er geschrieben, Bremskabel schneiden, Bremsleitung durchschneiden lassen die Profis irgendwie so. Ich schneide nicht die Bremsleitung durch, sondern ich schneide halt die Quetschhülse ab. Ne? Weil die, das Ende ist sowieso ausgefranst immer da drunter und deswegen muss eh abgeschnitten werden. Das schneidet man knapp über der Quetschhülse, schneidet man einfach ab und dann kann man, wenn man will, könnte man das Kabel noch wiederverwerten. Was ich bei dem und bei dem Aufbau hier aber natürlich nicht mache. Da kommt einfach mal alles neu. Also ist es eh egal, wenn ich sie ja nicht wiederverwerte, kann ich es oben mittendrin einfach abschneiden und dann ist es gut. Ja, also aber wenn hier bei dem Aufbau alles neu gemacht wird, Und jetzt noch die Fehler? Hier nicht mehr. Ist nicht so schlimm, aber diese Feder muss weg. Man kann es auch nicht rausnehmen, weil das ist nicht geschraubt, das ist verlietet. Mal abknipsen. Diesen Pinöppel hier, sieht er ja gar nicht von da oben. Diesen Pinöppel hier, das ist die Feder. Die sollte eigentlich da oben einhaken. Und dann so dagegen drücken natürlich. Tack, tack. Und das Gegenstück sitzt irgendwo hier und drückt es wieder runter. So wie hier. Da funktioniert es noch. Hier funktioniert es nicht mehr. Und dann rutscht der hier rum und klemmt sich da ein. Und dann funktioniert der Hebel nicht mehr. Läuft halt schwer. Also knipsen wir den ab hier. Oh, mal gucken. Oder halt ein komplett neuer Hebel, aber das. Wir ziehen es einfach aus. Und wie man gesehen hat, ist das kein Federstahl, ne? Also wirklich. Wie kann man denn. Nicht aufregen. Darüber. Aber ihr wisst, wenn man eine Feder baut, sollte man dies aus Federstahl tun. Weil alles andere sich dann doch irgendwann mal verformt. Und zwar nicht nur einfach irgendwann in 10 Jahren, sondern recht schnell. Das hat ja 2 Jahre gehalten vielleicht hier oder 3. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. 2 Jahre, na doch, eigentlich sind es genau 2 Jahre, die es halten soll. Aber das kann ja nicht sein. Macht es aus Federstahl, dann hält es. Und so reißt es ab. Also die hat er öfter benutzt, da die hintere Bremse rechts immer. Und irgendwann rutscht die raus, ist ausgeleiert sozusagen, rutscht raus aus der anderen Führung sozusagen, rutscht raus, knack und nicht wart. Lenker und die ganze Döns hänge ich jetzt hier ran. An den Rahmen. Mit dem Kabelbinder. Ganz simpel. Ganz banal. Einfach hier bumm, festmachen, fertig. Dann können wir jetzt hier wunderbar an der Gabel bauen. Die war ja nur handfest drin, also das ist ja wirklich ein Fest der Sinne. Zack, raus. Zack, raus. Zack, raus. Mal gespannt, was er denn dazu sagt. Ist ja immer so geil, diese Umbauten, die hast du nicht oft im Jahr, aber vielleicht 1 bis 2 Mal pro Jahr kommt so jemand, der sagt, also wirklich so, Geld jetzt nicht ganz so wichtig, natürlich schon grundsätzlich so eine Vorgabe, 700 Euro war einmal in dem Jahr einer, damit so 700 Euro, am Ende sind es 920 oder so fast geworden. Und da hat er trotzdem nichts, hat er gemeint, also ich habe vorher angerufen natürlich. Und hat er trotzdem gemeint, ja, ja, mach ruhig, ist okay. Guck mal, Lager kaputt, deswegen baut man es aus. Das Lager ist hier gebrochen. Seht ihr das? Ich nehme den Lagerring runter, guck mal da. Zack. Jetzt kommt eh Müll.
Das kann man natürlich nicht wieder einbauen. Deswegen auseinandernehmen immer, nicht drin lassen. Neu. So, kommt alle zusammen an einen Punkt, die ganzen Teile. Die werden ja den Kunden immer angeboten am Ende. Das dürft ihr nämlich auch nicht machen. Einfach die Sachen behalten. Einfach die Sachen behalten geht nicht. Also man muss mal den Kunden anbieten und sagen, wenigstens hier, was ist damit? Und so, wenn der dann sagt, okay, nee, kannst du entsorgen oder kannst du behalten, dann kann man es auch verwerten. Aber ansonsten eigentlich nicht. Neuer Ring. Ja, dann ist da nicht mehr sehr viel übrig geblieben von dem schönen Rad. Den nochmal noch sauber. Jetzt mache ich noch die Schale rum. Mach ich noch sauber. Bitte. Na, helfen wir mal tragen. So, der bewegt sich nur im Verbund mit dem hier. Der Arm, das darf nicht sein. Ist ja klar, wenn ich das dann festschraube und das gegen den Rahmen drückt hier, dann bewegt der sich hier quasi gar nicht, sondern nur der andere. Also der bleibt steif und nur der bewegt sich. Versteht man das? Kann man ja nicht so lassen. Na, wir schauen mal. Ich mach die mal mittig. Und schraube mal fest. So, jetzt ist es fest. Wenn ich jetzt drücke, dann drückt er nur die Seite hier mit. Die ist bestimmt fest hier. Ah, dann dreht sie wieder alles locker. Nee, geht nicht. Die kann ich nicht verbauen. Chain Glider. Heavy Chain Glider. Der Nachteil. Nachteil von dem ist, dass man die Kette nicht mehr sieht und die Kettenspannung nicht überprüfen kann. Und man kann sie auch nicht fliegen. Das ist schwierig. Also, das muss hier aufgemacht werden. Da muss man die Kette spannen. Man sieht die Kette nicht. Also verdreckt die Kette auch total. Man denkt, die bleibt schon sauber. Gegenteil. Der Dreck, der drin ist, bleibt drin. Der Verschleiß. Das bleibt alles. Wenn man ehrlich ist, wann guckt man denn da mal hin in den? Man hat da viel zu viel Angst, dass man den nicht mehr zu ordentlich zusammengebaut bekommt. Als Privatperson. So. Jetzt haben wir ein bisschen den Dreck gelöst. Jetzt kommt hier Kettenfließfett drauf. Dafür gibt es hier vorne eine Öffnung. Da kann man das machen, auch wenn der zu ist. Da, ab und zu mal ein bisschen Öl rein. Jo, fertig. Der wird wieder verschlossen. Das ist der nächste Nachteil. Man macht es einfach auf und wieder zu und schleift immer ein bisschen. Aber es schleift sich ein. Gut, das war das. Mensch. Na, mit dem Downhill oder was? Mit dem Lookalike Downhill. Wie warst du in den Mümmelberger mit dem Ding? Ja, das ist eine Strecke gefahren, da, oder? Da habe ich echt Schiss. Also da hätte ich ja echt Schiss. Ne? Der Dennis stinkt schon wieder rum. Dennis ist da. Ist er immer da? Kleiner Gewichte. Und stinkt nach Knoblauch. Und stinkt nach Knoblauch. Stinkt die ganze Hütte zu. So, dass noch weniger Leute kommen, als ohnehin schon kommen. Echt? Ich habe geschenkt bekommen gestern. Ich erkenne es nicht. Was ist es?
Lalelu, abgeschwächt. Der Mann im Mond. Ah. Ein bisschen abgeschwächt, damit man es wahrscheinlich darin packen kann und ohne Rechte verkaufen kann. Yuncheng, ja, na Yuncheng. Na Yuncheng hat natürlich sein eigenes. La! Ne, doch! Ja, der Mann im Mond! Ja, der Mann im Mond! Schau zu, wenn ich kleinen Bett. Ich schlaf, wenn. Komm, schlaf auch du! La! Ne, doch! Von den Menschen sehen! Zwei Schuh! Nein, die sind noch so müde! Geht jetzt so gut! Was haben wir hier? Hier braucht einen Vorbau, ey. Das ist ja das Schlimmste, was da passieren kann. Wenn der Vorbau so einfach weg knackt, bumm. Stell dir vor, hast du auf einmal den Lenker in der Hand. Möglichst noch bei Bordsteckkante runterfahren. Auf einmal ist der Lenker viel höher als der Rest. Ja, tauchst du erstmal ab. Genießt du erstmal ab. So, das Problem ist ja nicht, das obere abzukriegen unbedingt hier. Das Problem hierbei ist natürlich, den verbliebenen Rest, der sich noch da drin befindet, rauszukriegen. Wie mache ich das jetzt? Weiß ich noch nicht. Also erstmal schraube ich hier den ganzen Müll ab, der hier sowieso kaputt ist. Zug zum Beispiel, der ist kaputt. Weg. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Ich möchte gerne mal das ein bisschen einfetten, irgendwie. Gesundheit. Und einen neuen Schlauch aufmachen. Und wir können es auch trockener reinmachen, oder? Trocken. Muss es viel gefettet werden? Ja, von hinten den komplett runter. Komplett? Ich habe jetzt nur halb. Und dann checkt man den von innen und außen. Was soll erstmal drin ist. Ne? Muss man gucken und ja. Von außen ja, fühlen. Ein bisschen fühlen. Und von außen gucken. Okay. Drin steckt. Außen. Mit Sonnenbrille sieht man da nicht so viel, wa? Nee, sieht gut aus. Mit Sonnenbrille sieht alles gut aus. Fischi hier, guck mal hier. Sie rissen. Mein Superpraktikant, der ja. Fühlt. Das nein, fühlst du ja nicht. Das fühlst du ja gar nicht. Doch, so, weil hier oben so eine Reibung ist, ein bisschen. Ich habe ja hier eine Reibung und da fühle ich das, was nicht in Ordnung ist. Weil die anderen fühlen ja, sich ja, aber der ist doch auch richtig aufgeschnitten. Ja, richtig, hier. Richtig, ja genau. Der ist hier geschnitten, deswegen hat er einen Platten. Was soll ich machen? Ja, Brille ab. Hab ich doch. Ja. Nicht Brille auf beim Eierlauf, sondern Brille ab. Sag mal, ey, beim Fummeln. Wenn beim Fummeln, Brille ab. Nee, da ist egal, ob ich Sicherheitsschutzbrille oder nee, was? Nee, das fühlst du einfach, dass es Dinger sind, oder? Sag mal. Silikat. Das muss man auch fühlen, nicht nur Brille ab. Also, was sagst du? Neuen Reifen? Aber gut. Die Gabel ist kaputt. Die Gabel ist auch kaputt. Lohnt sich nicht mehr. Die Gabel ist gerissen auch. Das kriegt man ja so raus, wa? Aber auch nur, wenn die Gabel auch kaputt ist. Das lohnt sich nicht mehr. Ich kann ja da keine neuen drin machen. Die Gabel ist hin. Oh, muss eine neue Gabel drin. Wenn man es privat macht, okay, aber wenn man es bezahlen muss im Laden, dann tut es nicht. Also, ist ja zu teuer, eigentlich. Bis dann, ciao, ciao. Da war aber hier offen. Tanja. Auf eine Kundschaft. Ja, dass jemand kommt und etwas will von mir. Ich kann ja nicht arbeiten, kann ich kann ja seit Geburt an nicht, kann ich dir nicht sagen. Das zieht sich rein, erkennt sich. Kannst du mal noch? Möglich gebaut.
nicht hörst? Weil er nicht hören kann. Ja, er ist taub. Und dadurch, wenn er nicht hören kann, kann er seine Sprache nicht hören. Dann muss dann kann er manchmal nicht sprechen. Den Ampeln auf den Ampeln. Den Ampeln? Man sieht auch, naja, das ist ja nicht so schlimm. An der Ampel ist ja auch, da siehst du ja rot, gelb, grün. Das sieht er, das kann er gucken. Das kann er sehen, wenn grün ist, kann er losgehen. Ich hab nur das hier, also das hier war kaputt, ich wollte die kurz rauskommen, auf einmal gehe ich auf das Fahrrad und dann passiert das auch noch, jetzt ist die Kette ab. Ich weiß nicht, was, ich hab's nur hin. Ja. Können Sie das vielleicht für mich kurz machen? Du musst doch nur die Kette drauf machen. Ja, ich weiß aber nicht, wie es geht. Wieso weißt du denn nicht, wie das geht? Ich weiß es einfach nicht. Du bist doch noch... Ich weiß es einfach nicht mehr. Wie soll ich das machen? Oh, hinten ist er doch. Da musst du gar nicht machen. Vorne musst du was machen. Kannst du deine Familie grüßen? Hey, Mama, Papa. Hallo, liebe Leute. Ich bin Richie. Ich wohne in der... Ja, und das ist mein Vater. Das ist mein Onkel. Und die sind richtig cool. Yeah, woo! Ja, komm her. Das ist mein Kumpel, den kenne ich immer. Papa! Mach keinen Quatsch, Junge! Das ist ein Quatschkopf da. Unglaublich. Das soll ich senden? Ja, Mann! Okay! Words for life, bro. Life. Yeah. Gleich Feierabend. Gleich ist Feierabend. Ich mach Schluss, ich mach Feierabend, ich mach zu. Wart ihr bitte noch? So, liebe Leute, ich schließe zu. Sehen wir uns morgen. Also bis dann. Ciao, schlaf gut.